Europa wählt in etwas mehr als 2 Wochen ein neues Parlament. Wird es eine Richtungswahl oder gar eine Schicksalswahl, wie manche Politiker und Beobachter meinen? In jedem Fall steht der Union nach 5 Jahren im Ausnahmezustand wieder eine sehr herausfordernde Zeit bevor, über die wir heute diskutieren möchten, vor allem über die spannenden Fragen, über die dringlichsten, die hier einfach anstehen werden. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Herzlich willkommen in der Aula der Karl-Franzens-Universität. Ich begrüße meine Gäste, die steirischen Spitzenvertreter und Spitzenkandidaten der bereits im EU-Parlament vertretenen Parteien. Ich beginne mit Georg Mayer, seit 10 Jahren für die FPÖ im Europaparlament. Was konnten Sie, Herr Mayer, Sie und Ihre Fraktion in den vergangenen 5 Jahren für Österreich und auch für die Steiermark bewirken? Das ist natürlich schwer, das so herunterzubrechen, weil es natürlich immer oder meistens um europäische Themen geht. Aber ein Thema, das uns ja begleitet hat, ist der Green Deal. Ich sage immer, das wird zum Green Disaster werden für Europa. Und das haben wir ja schon in der Steiermark gesehen. Wir haben gegen diesen Green Deal politisch gearbeitet und auch dagegen gestimmt. Und man sieht ja schon, die Magna hat 500 Leute entlassen, AVL 300 und weitere Kündigungen angekündigt. Das heißt, man hat eine direkte Auswirkung der verfehlten Green Deal-Politik schon, gegen die wir gearbeitet haben. Und das Zweite, das mir ein Herzensanliegen auch ist, ist das Revival des Atomstroms. Ja, wir sehen, dass durch alternative Energien, die den Energiebedarf nicht decken werden können, durch die Hintertür der Atomstrom wieder ein Revival erfährt. Die Franzosen bauen 20 neue Atomkraftwerke, die Tschechen planen 14 neue. Die freuen sich dann schon, wenn sie den Atomstrom nach Österreich und nach Deutschland liefern. Und wir haben das Kernkraftwerk Krishko, keine 100 Kilometer von Graz, das de facto abgeschaltet gehört. Denn ich sage immer, wenn dort ein Zwischenfall passiert, dann brauchen wir uns über den Klimawandel keine Gedanken mehr zu machen. Wie die Kluft zwischen Arm und Reich verringern? Ja, zum Ersten, man muss hier schon ein bisschen die Märchen ausräumen, die Frau Grossmann da jetzt uns vorgelegt hat. Denn Soziales ist keine Kompetenz der Europäischen Union. Das ist nett, wenn sie das jetzt so sagt. Gibt es keine Zuständigkeit, daher auch kann man da wenig machen, bis auf wenig arbeitsrechtliche Dinge. Das andere ist, dass man ganz klar sagen muss, Arbeitskräfte, Arbeitsplätze schaffen, ja, nicht Arbeitsplätze zerstören, denn damit bringt man die Menschen natürlich auch ins Verdienen und damit verringert man natürlich auch diese Schere. Und zum Zweiten, glaube ich, ist die Inflation, die wir erleben in den letzten Jahren, das ist die höchste nach dem Zweiten Weltkrieg und die hat ja einen Grund. Ja, und dieser Grund ist, dass von Seiten der österreichischen Bundesregierung, aber auch von Seiten der Europäischen Union falsche Politik gemacht wird. Es wurde viel Geld gedruckt, es gab zahlreiche Corona-Hilfen, das ging in Milliardenbeiträge auch auf europäischer Ebene. Und da versucht man natürlich jetzt über eine höhere Inflation den Menschen, denn darum geht es ja, man vernichtet Vermögen der Bürger, das Vermögen wieder auch abzuknöpfen. Ja. Also das sind 2 Dinge, glaube ich, da muss man schon ganz klar sehen. Und das Dritte ist, glaube ich, Bildung. Ja. Also mit Bildung, und da sind wir in Österreich mit der Lehre etwa, das gibt es ja nicht oft in Europa, mit der Lehre haben wir etwas, das auch wirklich schon in diesem Bereich etwas ganz, ganz Nützliches ist und da mehr Menschen auch in eine Lehre bringen und in eine Ausbildung bringen, um damit auch diese Armutsfalle zu bekämpfen. Die Frage wäre eben, soll das Verbrenner aus bis 2035, das geplante, noch gekippt werden? Ja. Sie sind auch für das Aus des Verbrennerauses sozusagen. Was wäre denn Ihre Antwort? Sie sprechen vom Green Deal Disaster, aber was wäre eine Lösung, um der Klimakrise sozusagen beizukommen und nicht vielleicht in den nächsten Jahrzehnten auch noch Klimaflüchtlinge zu produzieren? Also ich würde mal die Klimahistorie ein bisschen zurückstecken, weil die Klimadiskussion findet inzwischen schon ein bisschen statt wie eine religiöse Diskussion und ich halte es für ganz gefährlich, wenn man Religion und Politik vermischt. Ja. Zum Zweiten haben natürlich jetzt hier der Herr Lobatka und die Frau Grossmann den Vorteil, nicht die letzten 5 Jahre im Parlament gesessen zu sein, denn ihre jetzigen Mitglieder haben alles dort mitgestimmt. Ja. Also die haben jeden dieser Green Deal, das ist ja nicht nur das Verbrennerverbot, das sind ja insgesamt viele, viele Gesetzestexte, die haben dort immer mitgestimmt. Ja. Und was wir sagen ist, es gehört Hausverstand her. Ja. Gerade wenn wir in Graz sind, wo AVL liest, Dieselmotoren produzieren kann, die unter 1 Liter Diesel brauchen. Und jetzt vor 2 Monaten ist die Kommission draufgekommen, hoppala, diese E-Fahrzeuge, die emittieren ja auch. Ne? Ist nicht so. Also bis jetzt haben die nichts emittiert. Jetzt ist man draufgekommen, natürlich emittieren die logischerweise. Und das Problem ist die Konzentration auf E-Mobilität. Und ich glaube, der Kollege Lobatka hat es gesagt, wir haben mit einem Experten einmal geredet, der hat gesagt, bis 2030 werden diese E-Fahrzeuge nicht geladen werden können, weil es schlicht die Energie nicht gibt. Ja? Und da schließt sich der Kreis, da kommen wir wieder dorthin zurück, dass
dass wir wissen, es werden nicht Windradl sein und es wird nicht die Sonnenanlage sein, sondern es wird über die Hintertür der Atomstrom kommen. Also das alles hängt ja zusammen und es ist jetzt ein bisschen zu einfach, wenn man sagt, es gibt da so viele Möglichkeiten. Momentan sind die Möglichkeiten begrenzt. Ja. Forschung und Entwicklung ist was unheimlich Wichtiges, sind wir in der Steiermark auch immer schon ganz weit vorn gewesen. Aber die Hysterie ein bisschen wegnehmen, 7% des weltweiten CO2-Ausstoßes wird in Europa verursacht. Ja. Also, und dafür sollen wir dann auf der anderen Seite die Wirtschaft zerstören. Wir merken schon, dass die Chinesen inzwischen ihre E-Autos nach Europa exportieren und wir sie importieren, trotz hoher Zölle, ja, BYD-Motors zum Beispiel. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass zum Beispiel ein großer Kettensägenhersteller in Deutschland, ja, die Firma Stihl, hat das Werk und die Produktion in die Schweiz verlagert. Und wissen Sie, was der gesagt hat, der Geschäftsführer? Der hat gesagt, obwohl die dreimal so hohes Lohnniveau haben, produzieren wir in der Schweiz billiger als in Deutschland. Da sehe ich doch, dass im Gesamten völlig verfehlte Wirtschaftspolitik gemacht wird. Und wenn das Lieferkettengesetz noch dazukommt, und da war zum Glück die ÖVP einmal nicht mittendrin, statt nur dabei, so wie im Rest der 5 Jahre, da haben sie auch dagegen gestimmt, weil man sieht, dass das eine Überbürokratisierung ist der Sonderklasse, wo ein Unternehmen eine eigene Abteilung einstellen muss, die das alles überprüft. Und dann frage ich mich, was machen dann die kleinen Zulieferer? Ja? Also das sind alles Dinge. Wir werden nicht die Welt retten aus Europa. Wir müssen schauen, dass wir hier ein Wohlstand schaffen und Wohlstand generieren. Und das macht ein Unternehmen und das macht nicht eine von der Leyen oder eine Frau Grossmann. Herr Mayer, Ihre Frage bitte. Meine Frage ist, was bringt EU-Studierende und was können verbessert werden? Im Wesentlichen sind das die zwei Bereiche, glaube ich. Also Erasmus ist etwas ganz was Wichtiges. Ich habe es leider nicht gemacht, bereue ich bis heute, dass ich es nicht gemacht habe. Europa ist in seiner Vielfalt so schön und dieser Austausch ist so interessant, auch für junge Menschen als Horizonterweiterung, dass man das, glaube ich, unbedingt machen muss. Und das Zweite ist schon auch natürlich im Lehrberuf. Also da gehört wirklich mehr und statt dass man jetzt, sage ich mal, mehr, noch weiter Milliarden in den Ukraine-Krieg pulvert, könnte man dort sehr, sehr stark auch einen Fördertopf aufmachen und sagen, gerade für den Lehrberuf, der noch einmal in Österreich ja wirklich etwas nahezu Einzigartiges europaweit ist, ja, dass man auch den Lehrlingen das ermöglicht, ja, diesen Austausch, diesen interkulturellen. Genau. Ihre Partei hat, glaube ich, nur in einem Punkt, als es um die Fingerabdrücke gegangen ist, von illegalen Straftätern zugestimmt, dem Asylpaket. Jetzt ist das schon ein sehr strenges Paket, wo das NGOs kritisieren, auch aufgrund haftähnlicher Zustände für die Personen auch in den Lagern. Jetzt frage ich Sie, wo, wenn nicht an Außengrenzen, sollen die Asylverfahren stattfinden und warum sind Sie dagegen? Also Herr Wilimski, Spitzenkandidat, hat gesagt, das wird die Massenzuwanderung nicht stoppen. Was kann denn die Massenzuwanderung stoppen? Das ist ja genau das Problem, es löst die Ursachen nicht der Zuwanderung. Also das Problem wird seit 10 Jahren von der Europäischen Union von da nach dort geschoben. Es gibt ja eigentlich noch ein geltendes Recht, nämlich das Dublin-Verfahren. Ja. Und ja, was macht man jetzt? Man versucht, eine Scheinlösung zu finden mit dem Libanon. In Libanon gibt es keine stabile Regierung. Ja. Da wissen wir nicht, ob die Milliarde kassiert haben, morgen noch an der Macht sind. Ja. Also das kann durchaus sein, dass die dann in die Schweiz mit der europäischen Milliarde abreißen. Ja. Es gibt aber tatsächlich die Möglichkeit, bilaterale Abkommen zu schaffen. Ja. Und die Spanier machen das zum Beispiel mit Tunesien und Marokko. Und wir waren bei dieser spanischen Grenzwache. Und die hat zum Beispiel gesagt, wir können in der Sekunde sagen, wenn in Nordafrika ein Boot ablegt, ist das ein Flüchtlingsboot, ist das ein Fischerboot, ist das ein Drogenboot, fahren sofort hinüber und ziehen, wenn es ein Flüchtlingsboot ist, dieses Flüchtlingsboot wieder zurück und es sind alle sicher und niemand stirbt im Mittelmeer. Das Problem ist oft bei diesen NGOs natürlich, dass die Schlepper, und das ist ein wesentliches Problem, die Schleppermafia zu bekämpfen, die Schlepper, die mitten auf See ziehen und danach werden die nach Europa von NGOs gebracht. Das ist kein Lösungsansatz. Zudem sind seit 8 Jahren 8 Millionen Menschen nach Europa gekommen und wir wissen, dass 2/3 von diesen 8 Millionen keinen Aufenthaltstitel haben. Als Österreicher sagen wir, jeder, der den Schutz braucht, das sieht man jetzt bei der Ukraine, das hat man im Jugoslawienkrieg gesehen, sind wir immer gern bereit, auch Schutz zu gewähren, aber nur, wenn es den gibt und wenn es einen Anspruch darauf gibt. Ja. Aber was wäre jetzt eine Lösung, so wie der Herr Wilimski sagt, dass man Marketing machen soll, auch in diesen Ländern und zu sagen, sie sollen nicht nach Europa kommen, weil da nicht Milch und Honig fließt? Eine erste Lösung ist einmal, einen vernünftigen Außengrenzenschutz zu haben. Das Schleppertum, die Schlepper Mafia abzustellen, ja, also dieses System abzustellen, dass es dort diese Industrie nicht mehr gibt. Ja. Und der zweite Punkt ist ganz bestimmt einmal dann vor Ort auch Hilfe
zu geben, ja, und das ist ein ganz wesentlicher Ansatz, denn ich habe sonst auch einen Brain Drain, ja. Also ich habe dann aus diesen Ländern Menschen, die abwandern wollen, die dort auch gebraucht werden, wenn die Wirtschaft und die Struktur wieder aufgebaut werden soll. Ja. Also wir beißen uns ja nicht nur wir selber dann in den Schwanz, sondern auch vor Ort in den einzelnen Ländern wird das ja nicht besser werden. Aber schon, Herr Mayer, genau das ist beschlossen worden, der robuste Außengrenzschutz. Ich meine, die Europäer schauen, wie das Problem lösen. Sie leben vom Problem. Daher werden Sie nie zustimmen. Ja, aber Herr Lobatka, nicht eine Milliarde in ein politisch korruptes System zu schieben im Libanon, wo keiner weiß, ob die nächste Woche noch an der Macht sind dort. Ja? Also das in der Türkei, bei der Türkei gab es keinen Ausfluss von diesen vermeintlichen 12 Milliarden, die dort investiert wurden von von der Leyen. Ja? Das ist die EVP-Kommissionspräsidentin. Da gibt es nichts. Keiner weiß, was ist mit diesen 12 Milliarden passiert. Dort leben 4 Millionen Flüchtlinge in der Türkei. Also nur damit wir die Dimensionen kennen. Also die brauchen die Unterstützung. Wenn die zu uns kommen, dann haben sie wieder ihr Fest. Aber das wollen wir verhindern. Welches Fest? Ja, was sie wieder feiern können über... Also ich feiere nicht, wenn es um Menschenleben geht, das ist nicht meine Art. Aber es ist auch das eine Showpolitik, man sieht es auch am Herrn Lobatka. Gut, ich möchte die Diskussion das ist reine Showpolitik auf die Sache der Konservativen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und ich wundere mich, dass die ÖVP plakatiert sich als Außengrenzen sicher. Nicht? Die letzten 5 Jahre haben seine Abgeordneten genau das Gegenteil gemacht im Europaparlament. Österreich ist immerwährend neutral, das steht im Verfassungsrang, im österreichischen Gesetz. Das ist eine immerwährende Neutralität, da gibt es, glaube ich, wenig Interpretationsspielraum, die eine wehrhafte Neutralität ist. Das heißt, deswegen gibt es bei uns ein Bundesheer. Ja. Daher das Bundesheer stärken, aber es ist nicht Aufgabe der Europäischen Union, für Sicherheit zu sorgen. Das ist nicht das Wesen, dafür sind die Verträge nicht ausgelegt. Es ist schlicht nie daran gedacht gewesen. Ja. Dafür gibt es die NATO, die ist für die Sicherheit zuständig. Punkt.